Für unseren Kunden ice.de haben wir eine Paketförderstrecke installiert. Wir haben verschiedene Features umgesetzt, ja, und haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Die Artikel werden kommissioniert von den Mitarbeitern und an die Versandstation verbracht. Dort scannt ein Mitarbeiter die einzelnen Aufträge in Boxen ein und bekommt über eine Touchscreen-Oberfläche direkt Feedback, ob er die Aufträge richtig zugeordnet hat. Der Packer übernimmt die fertigen Boxen an seinen Packplatz und bekommt dort über eine Bildschirmoberfläche ein sogenanntes Pack-Interface die einzelnen Schritte, die er dann auszuführen hat, angezeigt. Wir haben zwei redundante Versandetikettiersysteme an der Anlage, die dann das Carrier-Label applizieren und das Paket dann im Anschluss über die Fördertechnik auf die sogenannte Sammelstrecke führen. Der letzte Schritt auf der Anlage, das ist ein sogenannter Sorter. Dort wird A, der Carrier ausgewertet, aber auch die Relation, in welches Land, auf welche Postleitzahl das Paket geht und dort entsprechend abgeschleust. Die Anlage ist innerhalb von 3 Monaten geplant und realisiert worden. Also das ist wirklich eine Top-Zeit, weil das kann nicht jeder. Und das spricht auch wieder ein Stück weit für B&S. Diese Dynamik, diese Umsetzungsgeschwindigkeit, die wir dann auch haben. Die Anlage kann im Moment, so wie sie da steht, 2400 Pakete die Stunde durchsetzen. Wir haben 5 Überladebrücken momentan angeschlossen. Wir können weitere Überladebrücken anschließen, den Durchsatz der Anlage erhöhen. Ja, im Prinzip, der nächste Kunde kann kommen.